Hallo Freunde! Immer wieder aufs Neue werden Autos entwickelt, die auf die Wünsche der meisten Menschen abgestimmt sind. Ob die neueste Technik oder der beste Komfort, diese Fahrzeuge haben so gut wie alles verbaut. Heute die teuersten, coolsten und genialsten Autos 2017. Los geht's! Mercedes-Maybach S600 Pullman Guard. Das Böse schläft bekanntlich nie. Damit die wichtigen, mächtigen und reichen dieser Welt auch auf der Straße in Sicherheit sind, bringt Daimler den Mercedes-Maybach S600 Pullman Guard in Stellung. Was in Stuttgart sachlich nüchtern mit Sonderschutzfahrzeug betitelt wird, entpuppt sich als 6,5 Meter lange und 5,1 Tonnen schwere rollende Festung mit nahezu allen erdenklichen Annehmlichkeiten an Bord. Das Fahrzeug entspricht der Schutzklasse VR9 gegen Beschuss durch Stahlhartkernpatronen mit bis zu 2950 km/h und ist gegen Sprengbelastung nach den Richtlinien der ERV 2010 zertifiziert. Die Höchstgeschwindigkeit ist elektronisch auf 160 km/h begrenzt, um angesichts des Gewichts noch die Handlungsfähigkeit des Fahrers zu garantieren. Der Preis der ungepanzerten Pullman-Version startet laut Daimler bei rund 500.000 Euro. Der deutsche Listenpreis des Pullman Guard beträgt knapp 1,4 Millionen Euro. Individuelle Sonderausstattungen noch nicht mit eingerechnet. Pininfarina H2 Speed. Es hat eine Brennstoffzelle, es fährt elektrisch und es ist schnell. Das italienische Unternehmen Pininfarina hat einen Rennwagen mit Brennstoffzellenantrieb entworfen. Das Auto soll in Kleinserie auf den Markt kommen. Vorgestellt hatte Pininfarina den H2 Speed als Konzept beim Genfer Autosalon im Frühjahr. Doch jetzt will das Unternehmen das Auto auch bauen. Der Prototyp soll Anfang 2017 fertig sein. Danach plant Pininfarina, 100 der Autos zu bauen. Ein H2 Speed wird rund 2,5 Millionen US-Dollar kosten. Trotz des stolzen Preises hat Pininfarina bereits Interessenten. Opel GT Concept. Schlank, schlicht und reduziert auf das Wesentliche. Diese Eigenschaften haben den 1968 bis 1973 produzierten GT ausgezeichnet. Über ähnliche Tugenden verfügt auch die Neuauflage, das 2016 in Genf vorgestellte GT-Konzept. Mit dem will sich Opel ganz bewusst vom weit verbreiteten schneller, schwerer, stärker Gleichklang entfernen. Der Prototyp übertrifft sogar den Minimalismus des Urmodells, das damals noch nicht einmal über einen Kofferraumdeckel verfügte. Der Einsatz moderner Technik macht sowohl Außenspiegel als auch Türgriffe überflüssig. Die Sitze sind starr montiert, stattdessen Lenkrad und Pedale verstellbar. Ein- und Ausstieg gelingen dank riesiger Türausschnitte ganz einfach. Die nahtlos ins Panoramadach übergehende Frontscheibe generiert ungeahnte Luftigkeit. Opel plant, den Bonsai-Sportler mit 145 PS starkem Turbo-Dreizylinder mit 1 Liter Hubraum zu bestücken. Damit sind 0 bis 100 km/h in 8 Sekunden und 215 km/h Spitze drin. Ferrari LaFerrari Aperta. Der Ferrari LaFerrari Aperta sorgt für frischen Wind auf dem Markt der Supersportler. Der V12-Motor mit 800 PS wird unterstützt von einem Elektromotor mit 163 PS Leistung. Der Ferrari LaFerrari Aperta hat also eine Gesamtleistung von 963 PS. Damit sprintet er auf 100 km/h in unter 3 Sekunden und benötigt nur 7,1 Sekunden, um aus dem Stand auf 200 km/h zu beschleunigen. Die Höchstgeschwindigkeit des Ferrari LaFerrari Aperta liegt jenseits der 350 km/h. Um dieselbe Torsions- und Biegfestigkeit der Coupé-Version und die Festigkeit auch ohne Dach zu gewährleisten, wurden einige Veränderungen an Karosserie und Aerodynamik vorgenommen. Das Cabrio ist auch mit Hardtop aus Carbonfaser und Softtop verfügbar. Beim Preis wird in einer Größenordnung um die 2,4 Millionen Euro spekuliert. AM RB001. Der Rennstall Red Bull hat mit dem Autohersteller Aston Martin den Bau eines neuen Modells vereinbart. Newey hat den Boliden in den letzten Monaten gemeinsam mit Aston Martins Creative-Chef Marek Reichmann entwickelt. Ihr Projekt trägt den Namen AMRB001. Seine Erschaffer stecken ihn in die Kategorie Hypercar. In der Autobranche ist das der Steigerungsbegriff von Supersportwagen. Mit den Fakten sind sie zurückhaltend. Ein Zwölfzylinder steckt unter der flachen Haube, so viel steht fest. Die Rede ist von einem nagelneuen Saugmotor und einem Leistungsgewicht von 1 PS pro Kilo. Das lässt wohl mindestens 1200 PS und ein Spitzentempo jenseits von 350 km/h erwarten. Den Stückpreis taxiert ein Unternehmenssprecher auf 2 bis 3 Millionen Euro. Lamborghini Centenario. Mit dem Lamborghini Centenario feiern die Italiener den 100. Geburtstag von Firmengründer Ferruccio Lamborghini auf ganz eigene Weise. Zur Ehrung Lamborghinis stecken die Italiener die Basis, einen Lamborghini Aventador, nicht nur in ein neues Carbonkleid, das so zackig geschnitten ist, als wolle Lamborghini sich um Batmans nächsten Dienstwagen bewerben, sondern vor allem schraubt Lamborghini noch einmal am V12-Motor im Heck des Centenario.
Statt 700 PS leistet das 6,5 Liter große Triebwerk nun 770 PS und katapultiert den Lamborghini Centenario in 2,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Tempo 300 hat er nach 23,5 Sekunden erreicht. Und ein Ende findet die Raserei des Lamborghini Centenario erst bei 350 km/h. Als wäre das noch nicht genug, würzt Lamborghini den Centenario noch mit ein paar weiteren Technologiepremieren. So gibt es bei Lamborghini zum ersten Mal eine mitlenkende Hinterachse für noch mehr Fahrspaß auf kurvigen Strecken. Und wer selbst im Lamborghini Centenario nicht auf Entertainment verzichten möchte, kann jetzt ein neues Multimedia-System nutzen oder sein iPhone mit Apple CarPlay koppeln. Das Auto soll ca. 2 Millionen Euro kosten. Brivideo. Trotz der exotischen Gestaltung legt Ital Design Wert darauf, dass der Brivideo mit Ausnahme der riesigen Flügeltüren serientauglich ist. Fragt sich nur, welche Marke im Volkswagen-Konzern ihn gebrauchen könnte. Unter der Karosserie aus Kohlefaser und Aluminium arbeitet jedenfalls Technik aus dem Porsche Panamera Hybrid. Der kompressorgeladene V6 leistet 360 PS. Gemeinsam mit dem E-Antrieb stehen 408 PS zur Verfügung, die über ein 8-Stufen-Automatikgetriebe die Hinterachse antreiben. Entsprechend rasant sind die Fahrleistungen. Der Brivideo sprintet in 5,8 Sekunden von 0 auf 100. Erst bei 275 km/h ist Schluss. Dank des Hybrids hält sich der Verbrauch in Grenzen. 6,5 Liter sollen reichen. Durchaus zukunftsfähig also. Trotzdem soll das Fahrzeug ein Einzelstück bleiben. Volcano. Der Hybrid V12 Motor im Icona Volcano leistet 950 PS. In unter 9 Sekunden prescht der Wagen aus dem Stand von 0 auf Tempo 200. Höchstgeschwindigkeit fährt der Kracher 350 Stundenkilometer. Hinter dem Prototyp steht der Entwickler Claudio Lombardi, der ehemalige technische Direktor von Scuderia Ferrari. Und irgendwie ist eine Ähnlichkeit selbst für Unkundige offensichtlich. Der Icona Volcano soll 4 Millionen Dollar, knapp 3 Millionen Euro kosten. Lycan Hypersport. Der exklusive Prestige-Renner ist auf 7 Stück limitiert und kostet umgerechnet 2,5 Millionen Euro. Die Fahrdaten des Lycan Hypersport übertrumpfen nicht nur die des Lamborghini Aventador, sondern stellen den Italiener auch in Sachen Ausstattung in den Schatten. Im verschwenderischen Stil reicher Scheichs sind die LED-Lichter mit Diamanten bestückt. Im Innenraum kommen reichlich Gold und Platin zum Einsatz. Und ein holographisches Display im Cockpit versüßt dem stolzen Besitzer eines solchen Lycan Hypersports die Bedienung der Armaturen. Der Lycan Hypersport wird von einem Bit-Turbo 6-Zylinder mit 780 PS und 960 Newtonmetern angetrieben und katapultiert in 2,8 Sekunden auf Tachostand 100. Außerhalb von dicht besiedelten Städten wie Dubai kann man den Lycan auf bis zu 385 km/h treiben.